Zum ersten Mal gingen die Frankfurter Frauen mit dem Adler auf der Brust in ein Pokalfinale. Und es ging direkt gegen den Seriensieger aus Wolfsburg, der zuletzt 6 Mal in Folge den Cup holte und damit auch deshalb als Favorit in die Partie ging. Rein ins Match, bei strahlendem Sonnenschein nahm der Favorit aus Niedersachsen das Heft des Handels von Beginn an in die Hand. Den ersten Warnschuss sendete Eva Pajor im 1 gegen 1 gegen Kleine Herne und dann abgefälscht hauchzart am Pfosten vorbei. Glück für die Adlerträgerin. In Minute 13 dann gleich der nächste Warnschuss der Wölfe. Umschaltsituation, dann wird Rolfö freigespielt und die zieht einfach mal ab. Außennetz. Merle Frums musste da aber nicht mehr eingreifen. Nach einer guten halben Stunde ein Schreckmoment für die Eintracht. Kapitänin Tanja Pawolek musste verletzt raus. Sie riss sich das Kreuzband im linken Knie und wird somit der Eintracht lange fehlen. Für sie kam die junge Alexandra Johans dort hier in die Begegnung. Kurz vor der Pause dann die bis dato dickste Chance des Titelverteidigers. Wolfsburg kommt bis auf die Grundlinie. Gute Flanke auf den zweiten Pfosten und da kommt Oberdorf. Pfosten! Torlos ging es dann in die Kabinen. Wolfsburg tat sich trotz viel Ballbesitz schwer gegen eine gut verteidigende Eintracht, die bisher nach vorne aber nur selten in Erscheinung trat. Bis zur 59. Minute. Nüsken setzt Prasnica hier toll in Szene. Prasnica eilt davon, geht dann ins 1 gegen 1, hat dann etwas Glück und von hinten kommt Johans dort hier. Almut Schuld mit einer tollen Parade hier mit der rechten Hand und verhindert so den Einschlag. Die Adler bekamen es in der zweiten Halbzeit gut wegverteidigt, mussten dann aber kurz vor Ende der regulären Spielzeit doch nochmal die Luft anhalten. Diesen Schuss lenkt sich Frums an den eigenen Pfosten. Zum zweiten Mal Aluglück für die Adlerträgerin. Und somit ging es ohne Tore in die Verlängerung. Nico Arnautis schwörte seine Frau nochmal auf die nächste halbe Stunde energisch ein. Frankfurt setzte weiter Nadelstiche. 96. Minute. Wieder setzt Nüsken Prasnica toll in Szene. Die versucht an den Ball zu kommen und rums wird die Angreiferin von Almut umgebügelt. Da gibt es keine zwei Meinungen. Notbremse und Rot für die Torfrau. Ein knallharter Bodycheck. Die Eintracht schnupperte mit einer Frau mehr am Pokalsieg. 116. Minute. Prasnica bringt die Kugel und da ist Freigang. Die Torjägerin trifft den Ball nicht richtig. Ersatztorfrau Abt schnappt sich das Spielgerät. Als jeder schon mit dem Elfmeterschießen rechnete, schlug der Favorit in Unterzahl eiskalt zu. Wolfsburg spielt sich gut über die linke Seite durch. Senja Huth zieht 3 Abwehrspielerinnen auf sich und hinten kommt Pajor. Der späte Lucky Punch der Wolfsburger zum viel umjubelten Treffer. Pajor nimmt den Ball noch einmal mit und trifft dann trocken links unten in die Ecke. Keine Abwehrchance für Merle Frums. Das war auch gleichbedeutend die letzte Aktion des Spiels. Grenzenlose Freude auf der einen und bittere Tränen auf der anderen Seite. Die Eintracht-Frauen lieferten den Favoriten einen packenden Pokalfight und dürfen stolz auf sich sein, auch wenn am Ende wieder mal die Wolfsburger zum mittlerweile 7. Mal in Folge den Pokal mit nach Hause nahmen.